Ich fange trotzdem immer mit der Pieper an, um mich zu erinnern. Einöffnen. Also ich habe das also als Gesamtchoreografie abgespeichert. Genau wie es in der Form ist. Also einmal, um mir bewusst zu machen, wie geht die Form. Ja, das ist, glaube ich, das, wo die meisten dann am Anfang hinterher sind, so schnell wie möglich das zu lernen. Und dann gehe ich aber wieder zurück. Ja, jetzt fange ich erstmal wieder an, das von unten aufzubauen. Ja, jetzt gehe ich einfach rückwärts. Also das, was ich hier oben an Aufmerksamkeit habe, ist eher Schlüsselbein nach vorne, kann ich frei atmen. Den Schritt. Und ein Thema dabei ist wirklich immer diese untere Hüfte nach vorne zu lassen. Ich weiß nicht, bin noch im Bild, okay. Wirklich ein bisschen länger macht. Man könnte sich da auch irgendwelche Hindernisse hinlegen, die man dann erfüllen muss und so. Bin ich eigentlich nicht so ein Freund von. Es gibt Leute, die dieses Spiel herangehen toll finden. Ich leider nicht so. Mir reicht das jetzt mit dem Boden, jetzt habe ich eine Delle nach unten, hinten, so weiter. Irgendwann kommt auch meine Trage und irgendwann bin ich auch aus dem Bild, wenn ich nicht schon bin, das sehe ich gar nicht, ja, ich glaube nicht. Stabil zu sein, ist schon eine Herausforderung. Jeden Mikroabschnitt wahrzunehmen. Also das erscheint mir das Wichtigste zu sein, dieses Gehen. Ja, sowohl vorwärts, Qi tragen dann, und rückwärts, weil diese Armbewegungen, nun gut, ich kann sie noch einmal vormachen ohne den Schritt, ne? Das ist wirklich diese Öffnung zum Ohr und den Push. Ja, öffnen zum Ohr und den Push. So enorm viel ist das nicht. Man kommt aber dabei durcheinander, wenn man nicht hier unten, wenn man quasi zu viel Aufmerksamkeit noch den Beinen geben muss. Ja? Nachher ist klar, ist die Aufmerksamkeit, naja, hier, ja? Also ganz körperlich. Darum geht es eigentlich. Ich glaube nicht, dass es ohne Meditation geht. Also man kann das üben und machen und so, viele tun das auch so, aber für mich bringt das auch nicht so bei. Ne? Also ich mache das schon so, dass ihr mitkommt, wenn ihr das alles nicht mögt mit dem Meditieren und so und Selbsterkenntnis ganz schlimm ist, das könnt ihr trotzdem mitmachen, aber das ist, da ist quasi der Unterricht nicht drauf ausgelegt, noch nicht. Ne? Sondern der Unterricht ist darauf ausgelegt, den Körper wahrzunehmen, zu entspannen, das innere Lächeln zu entwickeln und dann auf dem Kissen zu sitzen und über sich selber zu lernen. Liebe, Mitgefühl, Mitfreude, Gleichmut zu entwickeln, endlos. Ruhe und Selbsterkenntnis. Diese drei Richtungen.
ist das Ziel. Ja, also ist hier, ich habe das ja auch Zen Qigong genannt deswegen, aber es hat halt einen anscheinend dem ursprünglichen daoistischen Kram sehr nahe kommenden Tenor. Danke fürs Mitmachen. Jetzt noch ein wenig Tee.